Hey Leute, was geht? Ellie knallt rein hier und es gibt ein weiteres Update und zwar diesmal von Bungies Seite aus, denn heute sollte ja wie gewohnt der Twit, wie auch immer, kommen. Der kommt nicht, der kommt nächste Woche und dafür haben wir ein Statement bekommen von Bungie zu der jetzigen Situation und das möchte ich euch einmal vorlesen, damit ich euch auf dem Laufenden halten kann. Und natürlich gibt es dazu auch danach wieder meine Meinung, denn das Statement ist nicht gut, würde ich sagen. Ja, schauen wir uns das Statement erstmal ganz in Ruhe an. Und zwar, der Blogpost heißt Unser Weg nach vorne. Das hier ist mit dem Google Übersetzer übersetzt worden, weil ich das Ganze nicht nochmal auf Englisch übersetzen werde. Also, was steht hier? Dies war eine der schwierigsten Wochen in der Geschichte unseres Studios, da wir uns von den Menschen getrennt haben, die wir respektieren und bewundern. Wir haben diese Woche damit verbracht, uns gegenseitig zu unterstützen, sowohl diejenigen, die im Studio sind, als auch Freunde und Kollegen, die nicht mehr da sind. Wir möchten ihr Feedback und ihre Bedenken, also unsere, und den letzten Seasons sowie ihre Reaktionen auf die Enthüllung von The Final Shape zur Kenntnis nehmen. Wir wissen, dass wir viel von eurem Vertrauen verloren haben. Das Schicksal muss überraschen und erfreuen. Wir haben das nicht genug getan und das wird sich ändern. Für uns ist der Weg nach vorne klar. Wir müssen The Final Shape zu einem unvergesslichen Destiny-Erlebnis machen. Wir wollen etwas schaffen, das neben den besten Spielen, die wir je gemacht haben, angesehen wird. Ein passender Höhepunkt, der die Reise würdigt, die wir in den letzten 10 Jahren gemeinsam gegangen sind. Forsaken, The Witch Queen und The Taken King. Das sind die Fahnenträger, denen wir gerecht werden wollen. Wir konzentrieren uns intensiv darauf, ihre Erwartungen, also unsere wieder, eure Erwartungen an The Final Shape zu übertreffen. Destiny 2 verfügt über mehr als 650 engagierte Teamkollegen, die all ihre Energie und ihr Fachwissen in die Umsetzung dieses epischen Moments und der darauffolgenden Episoden stecken. In den kommenden Wochen werden sie von uns mehr darüber erfahren, was kurzfristig als nächstes ansteht, beginnt mit unserer nächsten Season Ende November. Anschließend beginnen wir damit, die größere, mutigere und hellere Vision unseres Teams für The Final Shape auszuarbeiten, sowie die Brücke, die wir bauen wollen, um uns alle aus dieser Dunkelheit zurück ins Licht zu führen. Wir sehen uns am Sternenhimmel, das Destiny 2 Entwicklerteam. So, also, erstmal danke für die Worte, danke, dass ein Statement abgegeben wurde, nur leider wurde kein Statement abgegeben, oder sehe ich das jetzt falsch? Also, prinzipiell, wir wissen weder, warum die Leute jetzt gefeuert wurden. Wir haben kein Statement dazu bekommen. Wir haben kein Statement dazu bekommen, warum man 45% Umsatzziel verfehlt hat. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, haben wir eigentlich bekommen, also haben wir ein Datum bekommen, wann Final Shape jetzt rauskommt? Nein, haben wir nicht. Gab es irgendwas zum Delay? Nein, gab es nicht. Wir wissen also immer noch nicht, ob das DLC verschoben wird oder ob es da rauskommt. Wissen wir alles nicht. Das hier ist das Most Standard PR, der Most Standard PR-Post, den ich teilweise in meinem Leben gesehen habe. Das ist auch gar nicht jetzt Hate, aber ich habe mehr erwartet. Und ich denke, ihr habt auch mehr erwartet als so eine kleine, kurze, keine Ahnung, mit vier Absätzen gefüllte Nachricht. Weiß ich nicht. Also auf Twitter geht das Ganze natürlich auch schon wieder komplett ab, weil jeder hasst es. So, gibt uns doch verdammt nochmal Informationen zu dem, was die Situation ist, weil es platzen überall die Nähte. Wir haben jetzt auch schon Informationen bekommen, dass Marathon anscheinend getestet wurde von Tarkov-Spielern und Tarkov-Spieler halt gesagt haben, das Ass, das ist Scheiße, so. Auch wenn es noch in Entwicklung ist. Das Ganze wurde nach 2025 verlagert. Dazu haben wir auch kein Statement bekommen übrigens. Also, derzeit wirkt das hier irgendwie so wie ein führerloses Boot, um ehrlich zu sein. Und wir sind die Crew. Und das finde ich richtig scheiße. Es gibt da auch, also ich finde, dazu gibt es auch eigentlich keine zweite Meinung, weil das ist einfach Verarsche bisher. Weiß ich nicht. Das sind jetzt harte Worte und ich möchte niemanden persönlich angreifen, aber die Statements, die gemacht wurden von bestimmten Leuten, ich möchte natürlich niemanden persönlich angreifen, aber die Statements, die von manchen Leuten gemacht wurden über die letzten 4 Tage, waren an Lächerlichkeit einfach nicht mehr zu überbieten. Weil wer schreibt sowas, nachdem, ne, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich meine hier Pete Parson, also wie kann man sowas schreiben? Ja, keine Ahnung, also wir wissen es nicht, ob
das Statement jetzt noch weiter ausgeführt wird, ob es noch weitere Sachen geben wird, weil Twitter wird brennen und Bungie ist hier eigentlich sehr stark. Ja, also wird schon ziemlich von uns gepusht, dass sie jetzt endlich mal was sagen sollen. Und das hier jetzt kam vom direkten Entwicklerteam. Deswegen bitte, bitte, bitte niemanden haten. Also wirklich niemanden haten. Die Entwickler selbst können nichts dafür. Man hat ja gesehen, 650 Leute, die engagiert daran arbeiten, um uns aus dieser Dunkelheit herauszuführen. Und ich denke, das kann ich jetzt nur für mich sprechen, leider. Aber vielleicht seht ihr es ja auch so. Für mich ist es derzeit so, also dass es schwierig ist, sich in Destiny einzuloggen, weil es fühlt sich halt einfach scheiße an. Also mit den ganzen Sachen, die wir jetzt gesehen haben, was passiert ist. Für mich fühlt sich das schlecht an, sich einzuloggen. Naja. Erwartet nicht allzu viele Updates. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Ich bin erkältet und mir geht es nicht so gut und meine Haare sehen absolut scheiße aus, deswegen trage ich die Cap hier auch. Und ja, das war es erstmal mit dem Update. Falls es noch weitere Updates geben sollte, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, wie immer. Bis dahin würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall gesund, schont euch und wir sehen uns im nächsten Update wieder. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und bis dahin. Peace.